Danke. Dann bin ich ja froh, dass ich den Button abgelehnt habe. Ich hätte nicht gewusst, wo die Toilette ist. Und ich fand es auch interessant, auf dem Weg hierher, zufälligerweise der Weg, den wir dann gleich rückwärts zur Party gehen, einen Graffiti zu sehen. Das hieß, lieber mit dem Fahrrad zum Strand als mit dem Auto zur Arbeit. Ich weiß nicht, ob das zur Deko gehört, der ganzen Veranstaltung, ob das jetzt Zufall ist, dass das mitten auf dem Weg lag. Kopf wird geschüttelt, ich sage auch nichts. Genau, weil beim Thema Zeitwohlstand ist natürlich schon so ein bisschen ja eigentlich ein Wortspiel drin oder eine Doppeldeutigkeit drin, weil man Wohlstand meistens eher mit Geld verbindet und es da offensichtlich irgendwie einen Zusammenhang gibt. Und dieser Zusammenhang wird ja auch immer wieder sehr stark betont. Man kennt diesen Spruch, dass Zeit Geld ist und damit ist natürlich auch Geld irgendwie Zeit umgekehrt. Darum geht es also, wie wollen wir mit Zeit umgehen? Und Inbegriff für viel Zeit haben ist natürlich auch Urlaub. Ich weiß nicht, ob jemand in den letzten Tagen, so vor 2, 3 Tagen ging das durch die Presse, wie in dem Fall Deutsche ihren Urlaub verbringen, aber sie sind da durchaus nicht Spitzenreiter. Da gibt es andere, die machen das noch mehr. Also was macht die Hälfte, genau 49% aller Deutschen im Urlaub? Hat das jemand mitbekommen? Arbeiten, genau. Genau, also bei den Chinesen und bei anderen Nationen ist es noch mehr. Und zwar habe ich einfach mal die Zeiten rausgeschrieben. 49% der Beschäftigten arbeiten in ihren Ferien bis zu 3 Stunden am Tag. Fast jeder Zehnte sogar mehr als 3 Stunden. Von 36% der Deutschen erwartet der Chef, dass sie auch im Urlaub erreichbar sind. Davon werden fast 2/3 auch wirklich kontaktiert. Das also ist Urlaub heute. Ich meine, bei den Beschäftigten gibt es noch ein paar Leute, die vielleicht ja doch Handarbeit machen und bei denen es gar nicht so viel Sinn macht, sie im Urlaub per Telefon oder Smartphone zu erreichen. Wenn man sich das überlegt, dann sind es ja auch noch mal eine ganze Ecke mehr. Und noch Inbegriff für Urlaub wiederum ist im Lotto gewinnen. Und da würde mich mal interessieren, von den Leuten, die sich jetzt gar nicht nach vorne getraut haben, was sie machen würden, wenn sie 6 Richtige im Lotto hätten. Wer möchte denn freiwillig? Machen wir es doch mal so. Ja? Ich würde das Haus kaufen, in dem ich gerade lebe. Sehr schön. Soll nicht mal 100.000 Euro kosten, habe ich heute beim Frühstück gehört. Du hast also noch ein paar Millionen. Was machst du danach? Einer Bank. Also er würde es der, das ist nicht zu hören, ja? Er würde es der GLS Bank, also geben, leihen, schenken geben und so lange nachdenken. Und wenn du dann intensiv nachgedacht hast, was machst du dann? Dann spende ich einen Teil der Adopt a Revolution. Also er spendet, Adopt a Revolution. Noch ein Haus. Keine Ahnung. Okay, muss man sich wirklich, wirklich überlegen. Hat mir auch jemand gerade, ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt, deshalb komme ich da auch drauf, mit jemandem, der das auch Leute öfter fragt. Warum, sage ich gleich. Vielleicht noch jemand anders vorher? Da hinten meldet sich jemand? Ja. Okay, also ich sehe, wenn ich ja weiter frage, werde ich nur lauter Spenden für politisch korrekte Zwecke abfragen. Alles andere traut ihr euch sowieso nicht zu äußern.
Also ich verrate jetzt einfach mal, was mir dieser Mensch, der seine Beamtenlaufbahn aufgegeben hat, um sich der Tätigkeit zu widmen, die ihm wirklich, wirklich Spaß macht, erzählt hat. Und das ist die Tätigkeit, die ihm wirklich, wirklich Spaß macht, ist, dass er andere Leute versucht zu coachen, damit die rauskriegen, was sie wirklich, wirklich gerne machen. Und um das rauszukriegen, fragt er sie eben genau diese Frage. Und ich sage jetzt einfach mal, wie es bei ihm läuft, mit nicht ganz so politisch korrekten Leuten. Die sagen meistens auch, ja, Haus kaufen und dann vielleicht ein Auto kaufen, ja, und dann fährt man zum Strand. Und er sagt, man muss einfach immer weiter fragen, wie bei Kindern, weil dann legt man sich natürlich erstmal ans Strand. Aber irgendwann wird einfach klar, dass es langweilig wird und dass man irgendeine Tätigkeit dann übergeht und einfach nicht am Strand liegt. Aber vielleicht brauchten die vielleicht sollte ich ihm mal einen Tipp geben, Lottogewinn-Coacher zu werden, das mal umgekehrt zu machen, weil auch gestern oder so ging durch die Medien ganz stark, dass was mit Lottogewinnern passiert. Da hatte ich auch vor kurzem gerade eine Harvard-Studie zugelesen. Weiß das jemand? Da irgendeine, der, was? Ja, ja, die werden nämlich nach 6 Monaten sind schon genauso depressiv, als wenn sie ein Bein verloren hätten. Und das passiert natürlich, weil sie sich eben vielleicht nicht genug vorher überlegt haben, was man mit so Geld machen kann und dass es eben vielleicht doch um was anderes geht, als sich nur Sachen anzuschaffen und damit rumzuprallen mit dem Geld. Gut, also Lottogewinn ist es auch nicht so richtig. Deshalb, wenn wir uns bei der Frage, wie wir unseren Zeitwohlstand leben wollen, jetzt mal der Frage zu, wie wir den idealen Alltag wollen. Und das ist eine zeitintensive Angelegenheit. Das müsst ihr innerhalb von 4 Minuten erledigen. Deliver or die ist die Aufgabe. Also wer es nicht schafft, raus. Und zwar einfach mit eurem Nachbar, eurer Nachbarin oder nach hinten wenden, wenn es sowas nicht gibt, eventuell auch in Dreiergruppen. In 4 Minuten würde ich gerne von euch hören, wie der ideale Alltag von euch aussieht. Und so lange lasse ich euch allein. Also, der ideale Alltag fängt wahrscheinlich an mit Aufwachen, schätze ich mal, oder? Ausschlafen, okay, ausschlafen. Sehr wichtig. Und dann? Lange frühstücken. Lange frühstücken. Sport machen, ja? Okay, schreiben wir mal laufen. Vorher oder hinterher, während. Okay, und dann? Zeitung lesen. Zeitung lesen. Sich bilden. Zeitung lesen. Und dann? Ja? Aha. Worauf Lust? Ja, wichtige Phase. Und wenn man dann weiß, was man tun will? Das machen. Ja. Aha, Pflanzen was machen oder draußen was machen. Okay, wenn man draußen gefrühstückt hat, was macht man dann? Arbeiten gehen. Und wie sieht das aus? Ins Büro gehen. Und was machst du da? Was planen? Also 20 Stunden die Woche Zeitwohlstand planen, also es scheint was zu sein, was dir Spaß macht, habe ich den Eindruck. Kann das sein? Wie kommt es? Warum macht dir das Spaß? Es ist eine sinnvolle Tätigkeit. Dir kommt sie sinnvoll vor, das ist wichtig. Eine
Subjektiv sinnvolle Tätigkeit. Das Stift ist eh gleich alle, muss ich gar nicht mehr mitschreiben. Selbstgewählte soziale Kontakte. Selbstgewählte soziale Kontakte. Und möchtest du mit denen frühstücken oder was machst du mit denen? Mit denen würdest du auch arbeiten, okay. Sex haben mittags jetzt? Das ist nicht so wichtig. Sex. Aber gibt es großen... Gibt es großen Widerspruch dagegen, dass man zwischendurch auch mal eine subjektiv empfunden sinnvolle Tätigkeit ausübt? Ja, man kann auch Sexarbeit machen zum Beispiel. Also, ihr seht schon ein bisschen widerspenstiger als sonst, wenn ich das so mache. Aber eigentlich kommt ja immer mal raus, dass man doch irgendwann mal sinnvoll tätig werden möchte zwischendurch, selbstbestimmt und... du möchtest schreiben. Ja, das mache ich auch manchmal. Finde ich dann auch subjektiv sinnvoll. Okay, ich glaube, ich lasse es einfach mal dabei. Haben jetzt keinen ganz richtigen Tagesablauf mit öfter gibt es den Wunsch, morgens was anderes zu machen als nachmittags oder so, aber so mal die Richtung, ja? Spielen. Was spielen? Das kann man sagen, aber das kann man nicht hinschreiben jetzt. Okay, also Message dieser kleinen Übung. Genau. Zufälligerweise handelt es sich hier um die Person, die mich mal zu dem Thema Jenseits von Arbeit eingeladen hatte. Hört man vielleicht raus. Das passt sehr gut. Weil ich glaube, da hatte ich das genau. Also jenseits von dem, was wir als Arbeit verstehen, gibt es ein Tätigsein, das erfüllt. Das hat tatsächlich was auch damit zu tun, wie bei uns Arbeit eben definiert ist. Zum einen vielleicht die ganzen Zwänge, die mit Erwerbsarbeit verbunden sind, aber zum anderen auch etwas, was man in der Mitarbeitermotivationsliteratur den Gummibärchen-Effekt nennt und unter Wirtschaftswissenschaftlern den Crowding Out of Motivations. Gummibärchen-Effekt deshalb, weil wenn man einer Kindergruppe sagt oder eine spannende Geschichte erzählt mit Piraten und Schlössern und so, dann fangen die an und denen dann Papier und Stifte gibt, dann fangen die an, begeistert Piraten und Schlösser zu malen und was ihnen noch alles dazu einfällt. Und wenn man dann sagt, jetzt gibt es für jedes Bild ein Gummibärchen, dann hat man das Phänomen, dass einige anfangen, die Bilder doch immer etwas schneller und rationeller so Punkt, Punkt, Komma, Strich mäßig zu malen, dann Gummibärchen anhäufen, die anderen irgendwann sehen, da sind ja so viele Gummibärchen bei den anderen, dann auch anfangen, Punkt, Punkt, Komma, Strich zu malen, dann alle nur noch Punkt, Punkt, Komma, Strich malen und wenn man dann sagt, die Gummibärchen sind jetzt alle, niemand mehr was macht. Das heißt, man hat aus einer total motivierten, aus sich heraus mit Freude arbeitenden Kindergruppe einen unmotivierten Lümmelhaufen gemacht. Da gibt es unterschiedliche Experimente, zum einen auch mit ganz kleinen Kindern, also wenn man anderthalbjährigen, wenn ich jetzt so tun würde, mein Kugelschreiber fällt runter und ich komme da jetzt nicht ran, dann würden anderthalbjährige Kinder kommen und den für mich aufheben. Das tun sie
immer wieder, egal ob ich sie lobe oder nicht lobe. Wenn man aber ihnen Belohnungen dafür gibt, dann tun sie das in Zukunft nur noch, wenn es Belohnungen dafür gibt. Mit Erwachsenen ist ziemlich bekannt geworden ein Fall aus Israel, wo versucht worden ist, Eltern dazu zu bringen, dass sie ihre Kinder rechtzeitig vom Kindergarten abholen, damit die Kindergärtnerinnen nicht warten müssen. Und deshalb hat man eine Strafgebühr eingeführt von ungefähr $3 für 10 Minuten. Und das führte dazu, dass doppelt so viele Eltern zu spät gekommen sind, weil sie gesagt haben, das ist ja eigentlich ziemlich billig. Und daraufhin hat man das wieder abgeschafft. Daraufhin haben die Eltern gesagt, das ist ja super, das gibt es jetzt umsonst. Und es sind noch mehr zu spät gekommen. Das heißt, dass man die innere Motivation kaputt macht, aber auch die Verantwortlichkeit gegenüber anderen Menschen kann man mit Geld kaputt machen. Wir finden es auch als Beleidigung, wenn wir jemandem geholfen haben und er gibt uns hinterher 10 Cent dafür oder so. Also es ist nicht so, dass man Geld einfach zu unseren inneren Motivationen hinzuaddieren kann, sondern Geld macht es im Grunde kaputt. Das zeigen all diese Beispiele. Ich mache hier nochmal so ein bisschen einen Bruch. Das ist mir einfach wichtig, um zu zeigen, dass das, was ich im Anschluss sozusagen ein bisschen als Perspektive aufmache, nicht nur aus meiner Sicht eine Spinnerei ist, weil wir alle gerne ausschlafen und lange frühstücken, sondern weil ich glaube, dass wir nicht viel andere Alternativen haben, ich will jetzt nicht sagen, lange ausschlafen und frühstücken, obwohl das dem Wachstumsproblem auch schon helfen würde, aber das auch so ein bisschen anders zu organisieren. Deshalb nochmal zur Situation, in der wir stehen, mit Wachstum. Menschen, die grünes Wachstum vertreten, wie die Grüne Partei zum Beispiel, Green Growth, gehen davon aus, dass man ökonomisches Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln kann, also von Energieverwendung und Ressourceninput. Historisch ist das noch nie eingetreten und man kann auch sagen, es hat sich widerlegt aufgrund verschiedener Effekte, nicht zuletzt der sogenannte Rebound-Effekt. Die Konsumenten kaufen dann eben mehr, wenn irgendwas effizienter ist. Die Produzenten stecken ihre Produktionsmittel eben woanders rein. Es wird also nicht wirklich an weniger andere Ressourcen verbraucht. Ist also historisch einfach nicht passiert und zeichnet sich auch nicht ab, dass man das machen könnte. Gleichzeitig sind wir in einer Situation, um das berühmte 2 Grad bis 2050, 2-Grad-Ziel bis 2050 zu erreichen, punkto Klimaerwärmung, müsste in Deutschland der Pro-Kopf-Verbrauch pro Jahr von knapp 11 Tonnen auf, hat jemand eine Ahnung, wie viel sinken? 2,7 ist die Zahl, die man am häufigsten liest. Das ist immer so ein bisschen schwankend, zwischen 2 und 3 irgendwie. Also ich habe mal unter 3 geschrieben. Umweltzerstörung, Zerstörung von Agrarflächen, sage ich jetzt nichts weiter zu. Wenn man 3% Wachstum, was so als moderates Wachstum angesehen wird und auch von der OECD vor kurzem nochmal als Ziel genannt worden ist. Jetzt steht hier bis 2100, ist egal, ich dachte bis 2050. Also wenn man das bis 2100 machen würde, machen wir erstmal bis 2050. Wenn man das weiterrechnet, dann, wer kann so schnell rechnen oder wer weiß es, hat man ein, ja? Genau, 25 Jahre Verdoppelung. Bei 2050 ist das schon eine Verdreifachung, bis 2100 ist das eine Vervierzehnfachung. Sämtlichen Outputs, was unsere Wirtschaft hat, das angesichts der Tatsache, dass wir so weit Ressourcen und CO2 reduzieren müssen und dass es historisch keine Entkopplung gibt. Gefahr von Ressourcenkriegen ist sehr hoch. Rosa Luxemburg würde sagen, so in der Situation passiert das immer. Ich weiß auch nicht, wie es nicht dazu kommen soll, wenn es so weitergemacht wird. Finanzkrise sage ich jetzt auch nicht zu. Ich finde es sehr passend, was der Sozialpsychologe Harald Welzer sagt, den ich immer daher kannte, dass er sich damit auseinandergesetzt hat, warum das Dritte Reich eigentlich funktioniert hat und alle mitgemacht haben.
dass er sagt, das, was heute Realpolitik genannt wird, ist in Wirklichkeit Illusionspolitik, weil es geht einfach faktisch nicht so weiter. Das ist die Grundlage sozusagen, auf dem ich jetzt die doch vielleicht sehr utopisch anscheinenden Sachen erzähle, die ich später erzähle, aber das, was jetzt passiert, geht jedenfalls auch nicht weiter. Aber zum Wachstum gehört noch was anderes, was auch mit unserem Thema wieder zu tun hat. Wenn ich das schon sage, ist es vielleicht zu erraten. Was ist die inzwischen häufigste ärztliche Diagnose bei Fehltagen am Arbeitsplatz? Ja, depressive Episode. Bundesgesundheitsministerium spricht von 4 Millionen Akutdepressiven, 9 Millionen Erschöpfungssyndrom. Also man kann auch von einer psychischen Krise sprechen, weil es so schön ist. Noch eine Zahl. Die Technikerkrankenkasse hat im Jahr 2009, gesagt, für das Jahr 2009 bei ihren Studentinnen wurden psychische Probleme diagnostiziert. Bei wie vielen? Schätzungen? 40 ist nicht schlecht, 30 sind es, also knapp ein Drittel. Und jetzt auch vor kurzem gab es dann nochmal neue Zahlen von anderen Studien. 83% der Studierenden beiderlei Geschlechts diesmal tendieren zu psychischer Erschöpfung. 75% fühlen sich nervös und unruhig. 25% haben Phasen tiefster Verzweiflung und mehr als 1/7 leidet unter Panikattacken. Und hier sind es dann auch wieder mehr weibliche Studierende, die das zugeben, dass sie Panikattacken haben. Also liegt es ein bisschen höher. So, das alles ist verbunden mit dem Problem Wachstum, was wir haben. Und der italienische Ökonom Stefano Bartolini spricht vom Happiness-Paradox, wenn er darauf aufmerksam macht. Er hat das für die USA von 1975 bis 2004 herausgearbeitet, dass er sagt, die Wohlfahrtseffekte, die es gegeben hat, sind gleichzeitig kompensiert und überkompensiert worden von negativen Effekten, die eben mit vermehrtem Stress, vermehrter auch Verschlechterung der zwischenmenschlichen Beziehungen und solchen Effekten, die dadurch hervorgerufen sind. Ist eine sehr umfangreiche, detailreiche Studie. Ist natürlich schwer, sowas irgendwie wirklich gegenzusetzen, aber als Ökonom macht man sowas. Er würde sogar sagen, oder er sagt sogar, die Wirtschaft hätte mit mehr als 10% wachsen müssen, um das aufzuheben. Aber naja, wie man sowas sagen kann, ist natürlich schwierig. Und er spricht auch vom negativen endogenen Wachstum. Er macht ganz viele Teufelskreise auf, wie Wachstum eigentlich immer wieder negativ sich selbst herstellt. Dieses Graffiti, was ich vorhin gesehen habe auf dem Weg hierher, das hat mich an eine Karikatur erinnert, die ich vor kurzem gesehen habe, wo jemand im Auto sitzt und sagt, also im Auto und im Stau sitzt und sagt, ach, ich würde ja am liebsten auf dieses Auto verzichten, aber dann komme ich nicht zur Arbeit. Und dann sieht man ihn auf dem nächsten Bild, wie er mit seinem Kollegen spricht und sagt, ach, also ich würde ja am liebsten hier nicht arbeiten, aber ich könnte mir das Auto gar nicht leisten, wenn ich nicht arbeiten würde. Also das sind negative endogene Wachstumsteufelskreise, die sich halt immer wieder hervorrufen. Diese nicht sehr schöne Grafik stammt von mir. Also der obere Kreis ist so auf Beziehungsebene, immer mehr arbeiten, dann wieder beziehungsärmer werden, ohne dass ich das jetzt weiter ausführe. Das untere, ach so, Nachfrage nach Positional Goods ist ein wesentliches Moment auch, weil man sagt, dass ein Großteil der Wirtschaftsgüter nur deshalb gekauft wird, um halt den eigenen Status gegenüber anderen zu verbessern. Also ist ja eigentlich auch so, wenn man sich mit irgendwas vorstellt, dann stellt man sich ja nicht vor, man hat irgendwie dieses Auto oder dieses Kleidungsstück in einer menschenleeren Welt, sondern es geht ja immer um den Moment der Anerkennung, den man sich dann vorstellt. Und insofern sagt man eben, das ist ein wesentliches Moment. Da gibt es auch eine Zahl zu, 60% der US-Amerikaner sagen, dass es für sie wesentlich ist, für ihr Lebensglück deutlich mehr als der Durchschnitt zu verdienen. Da sieht man schon, dass das irgendwie nicht so ganz hinhaut.
Dieses Wirtschaftswachstum bedeutet eben wieder weiter eine Zerstörung der Umwelt, was bedeutet, dass unsere Städte immer unlebenswerter werden. Dann fliegt man dafür mal lieber das Wochenende irgendwo hin. Das zerstört weiter die Umwelt etc. Und das führt aber natürlich auch gleichzeitig zu denjenigen, die dann nicht mithalten können und nur zu Hause vorm Fernseher sitzen bleiben müssen. Stefano Bartolini sagt deshalb, der traditionelle Blick aufs Wirtschaftswachstum sieht nur eine Seite der Medaille, die glänzende. Jene, wonach die Luxusgüter der einen Generation zu den Standardgütern der nächsten werden und diese wieder die Grundbedürfnisse der nächsten. Aber es gibt auch die dunkle Seite, wonach die Güter, die für die eine Generation frei zur Verfügung standen, für die nächste Generation knapp und teuer werden und zu Luxusgütern für die danach kommende. Ein anderer Ökonom, Wolfgang Höschele, der in den USA lehrt, nennt das Scarcity oder spricht in dem Zusammenhang von Scarcity Generating Institutions. Also dass diese dunkle Seite, was uns kaputt gemacht wird, unsere lebenswerte Umwelt, unsere Freiheit auszuschlafen. Also ihr wisst ja wahrscheinlich auch, dass dieses Einpeitschen von Arbeitsethos ein langer historischer Prozess war. Das sind Scarcity Generating Institutions. Auf einer materiellen Ebene finde ich, weil ich mich mit Hunger beschäftige, das sehr eindrücklich. Wenn ich Studierende auch losschicke auf die Frage oder überhaupt, selbst Harald Welzer zum Beispiel, habe ich gerade auch einen Artikel gelesen von ihm, der dann auch runterbetet, dass er immerhin die Zahl, also irgendwie geht es ja immerhin allen Leuten weltweit immer besser, hat auch Harald Welzer gesagt, weil es haben hier immer mehr Leute mindestens 1 Dollar oder 1,25 wird heute meistens genommen zur Verfügung. Und zwar auch relativ gesehen mehr Leute als früher. Vor ein paar Wochen habe ich mit einer Frau aus Mexiko gesprochen, die mit ihren Dörfern gerade in der Situation ist. Sie haben in Mexiko ist es durch die mexikanische Revolution wieder erkämpft worden, dass die Dörfer Almenten haben, das heißt gemeinschaftlich besitzt das Land oder Land, das nicht Privatbesitz ist und von ihnen benutzt werden kann. Dieses Land wird gerade privatisiert und es werden Windanlagen darauf gebaut. Das heißt, sie können keinen Ackermehrbau mehr betreiben. Dann gehen sie für ihre Früchte in den Wald, um sich da Früchte zu holen. Dieser Wald wird gerade abgeholzt für Windkraftanlagen. Und sie fischen. Da werden gerade Offshore-Anlagen für Windkraftanlagen hingebaut. Das heißt, diese Leute sind in der Situation, dass sie vorher ganz gut gelebt haben, auch wenn sie nicht 1,25 Dollar am Tag hatten und wahrscheinlich wie Millionen andere dieser Welt durch Megaprojekte, nicht zuletzt von Green Growth, in irgendwelche Slums jetzt vertrieben werden, wo 1,25 am Tag verdammt wenig ist, um davon zu leben. Aber es wird nicht gesehen in der Wirtschaft. Ein anderes Beispiel für Scarcity Generating Institutions ist auch, wesentlich die lebenswerte Umwelt etc. Sowas gilt ja immer als immaterielles Bedürfnis, wo Wolfgang Höschele auch sagt, frische Luft ist materieller als Geld oder Hilfe in Notsituationen. Und was mir eben auch immer wichtiger wird, ist, dass auch unsere Bedürfnisse nach tätiger Selbsterfüllung ausgeblendet werden. Dass immer so getan wird, als hätten wir nur das Bedürfnis, möglichst viel zu besitzen und nicht auch in dieser Welt uns zu erfüllen. Schon Marx hat sehr darauf hingewiesen und deshalb finde ich diese Feststellung von Klaus Meyer-Abich ganz schön, Naturphilosoph. So hat sich Marx die Menschwerdung durch Arbeit nicht vorgestellt. Statt Erfüllung Rückenprobleme, Atembeschwerden und psychische Erkrankungen. Dass immer mehr Menschen unter ihrer Arbeit leiden, liegt auch daran, dass sie ihnen keinen Sinn mehr vermittelt. Warum ist es also so, dass wir so leben müssen? In Halle bei den Heldentagen habe ich jetzt nochmal losgeschickt zu einem arbeitsintensivierteren Speed-Dating von 3 Minuten, wo die Aufgabe war, was ist der Grund, weshalb müssen wir so leben? Und
Das Ergebnis war da und ist auch in anderen Situationen immer wieder gewesen, dass an erster Stelle kommt Angst und Gewohnheit. Und dass uns natürlich immer wieder erzählt wird, dass es keine Alternative gibt dazu. Und ganz wesentlich auch, dass wir so egoistisch sind, dass es in den Genen liegt, dass wir besser sein wollen, dass wir mehr Ferrari besitzen wollen als andere. Der Mensch ist also ein Egoist. Das ist immer wieder die Feststellung. Wer was anderes behauptet, wird als total naiv dargestellt. Als Feministin finde ich es ganz witzig, dass sich hier feministische und antirassistische Konzepte inzwischen treffen mit Biologie. Als Feministin bin ich mir sehr bewusst, dass es keinen Sinn macht zu sagen, ich in Afghanistan würde aber, weil es kann mich in Afghanistan nicht geben. Es ist Quatsch zu sagen, ich als afghanische Frau würde aber. Oder ich im 19. Jahrhundert hätte aber. Es gibt uns immer nur in einer bestimmten historischen Situation, in einem Raum und in einer Zeit. Und wir sind unterschiedlich, wenn wir so sind. Und in der Biologie, auch wenn das bei Fokus und Spiegel noch nicht so ganz angekommen ist, ist schon eine Wende zu sehen mit der Epigenetik unter anderem, nämlich nicht mehr zu sagen, die Gene von jemandem sind aber so und das Gehirn ist aber so, sondern wie, ich gehe mal einen weiter, wie Robert Morris Sapolsky, das zum Beispiel sagt, Professor für Biologie und Neurologie, mit unterschiedlichen Gesellschaften, individualistisch oder kollektivistisch, gehen sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gehirnen und unterschiedlichen Denksystemen einher. Weil nämlich auch unsere Biologie sich unterschiedlich entwickelt, je nachdem, in welcher Umwelt wir groß werden. Das heißt, dass was eben in antirassistischer und feministischer Theorie sehr wichtig ist, dass wir als Subjekt immer Teil vom gesellschaftlichen Kontext sind und natürlich diesen auch wieder prägen, das ist was zunehmend auch von der Biologie unterstützt wird. Und das macht es natürlich dann auch hinfällig zu sagen, der Mensch ist aber so. Sondern die Welt formt uns und wir formen die Welt. 2001 gab es einen Finanzcrash in Argentinien, da war ich und habe da auch ein Buch gemacht über die Ansätze anderen Wirtschaftens und was mich am meisten beeindruckt hat, war vielleicht auch genau das, was mit den Menschen selbst passiert ist in diesem Prozess, in den sie dann gegangen ist. Und Neke Hara, eine Aktivistin, hat das schön ausgedrückt, den Kapitalismus werden wir nicht verändern, wenn wir nicht unser alltägliches Leben verändern und so eine neue Subjektivität, ein neues Menschsein entstehen lassen. Auch Harald Welzer, auf den ich mich vorhin bezogen habe, der sagt auch, Veränderung wird immer auf der Ebene nur ansetzen im Alltag und darauf bauen größere politische Veränderungen auf. Das ist für mich ein wichtiger Ansatzpunkt. In einem Buch über anders Wirtschaften im deutschsprachigen Raum, Halbinseln gegen den Strom, habe ich erstmal alles so gesammelt, was ich so gefunden habe. Und im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass es da einige Prinzipien gibt, die auch den Prinzipien der freien Softwareproduktion sehr entsprechen und dass es Prinzipien sind, die man immer wieder empfindet, immer wieder findet. Und die möchte ich jetzt noch vorstellen. Und das beruht auch auf Commons, ein Begriff, der in den letzten Jahren sehr stark diskutiert worden ist. Commons ist einfach der englische Ausdruck für die Allmende, die eben in einem Beispiel von Mexiko auch vorkamen. Ich verwende deshalb den englischen Ausdruck nicht nur, weil es zunehmend alle machen, sondern auch, weil ich finde, Allmende ist eben sehr mit so einer Wiese in unseren Köpfen besetzt. Und es geht schon um mehr, aber es geht um das Prinzip, was dahinter steht. In einem Aufsatz von 1968 hat Garrett Hardin auch die Wiese genommen, wo eben das Beispiel ist, die Bauern treiben ihr Viech auf die Wiese und er sagt, das muss notwendigerweise zur Tragödie der Allmende führen, weil die Bauern haben natürlich das Interesse, möglichst viel Viecher auf die Weide zu treiben, um hinterher möglichst viel Geld daraus zu machen. Das ist selbstverständlich. Und
Deshalb führt es immer zu einer Übernutzung und zu einer Zerstörung der Allmende. Das ist das, was Wirtschaftsstudierende, so wie ich, im ersten Semester lernen. Allerdings gab es im Jahr 2009 einen Nobelpreis für Eleanor Ostrom, die erste Frau und auch Nicht-Ökonomin, die dann die Innovation eingebracht hat, dass die Bauern ja miteinander sprechen können. Das war vorher noch nicht aufgefallen bei den Ökonomen. Und dass sie also Kooperationsregeln einführen können. Man würde auch jetzt im, sozusagen in den neuen Diskussionen, die es zu Commons gibt, würde man das Commoning nennen. Also es gibt kein Commons ohne Commoning, würde man sagen. Das ist zur Tragödie kommt bei Garrett Hardin. Ich warte noch auf den Nobelpreis da drauf, aber mir ist auch aufgefallen, es hat ja was damit zu tun, dass man den Kapitalismus mitdenkt. Weil ohne Kapitalismus hat natürlich niemand, oder jedenfalls ohne Marktwirtschaft, hat natürlich niemand Interesse, unendlich viel Kühe und Schafe darauf zu treiben, weil man kann selber nicht so viel konsumieren. Und für die Gemeinschaft ist es ja offensichtlich nicht, weil die haben ja auch ihre Kühe und Schafe da drauf. Das heißt, es geht wieder nur darum, möglichst viel Geld anzuhäufen. Wenn das nicht ist, hat man einfach gar nicht das Problem. So, Strategy of the Commons heißt es im Englischen, wie gesagt. Und dass diese Prinzipien, die ich vorstelle, wie gesagt, basieren, sind sehr ähnlich wie die in der freien Softwareproduktion. Das ist von einem Harvard-Professor mal Commons-basierte Peer-Produktion genannt worden. Commons also Allmende und Peer heißt ebenbürtig. Weil in der Softwareproduktion ist es eben die Frage gewesen, wieso arbeiten Leute eigentlich miteinander, ohne dass da ein Chef ist, der ihnen das sagt und ohne dass sie dafür Geld kriegen, die sich mit dem Homo economicus halt auch nicht erklären. Peer-Ökonomie ist ein Ausdruck, der auch im Grunde dasselbe besagt von Christian Siefkes. Das hätte jetzt an einer anderen Stelle kommen sollen. Weil ich sozusagen mich nicht so stark auf Softwareproduktion beziehe und aber mit Peer-Ökonomie gab es anfangs eine unterschiedliche Besetzung mit Christian Siefkes. Das macht er inzwischen nicht mehr. Also eigentlich könnten wir uns da auch annähern, aber egal. Also ich spreche von Ecomony und möchte damit eben auch deutlich machen, dass es schon auch den Anspruch hat, dass eine ganze Wirtschaft sich nach diesen Prinzipien ausrichten kann. Das mache ich jetzt deutlich an einem Schaubild, wo diese Prinzipien sind. Als erstes Prinzip Besitz statt Eigentum. Das ist eine Unterscheidung, die in der Alltagssprache nicht getroffen wird, die aber im bürgerlichen Gesetzbuch durchaus anzutreffen ist. Die Vermieterin ist die Eigentümerin, der Mieter ist der Besitzer. Das heißt, ich habe etwas im Besitz, wenn ich es benutze. Und das Eigentum kann abstrakt verkauft werden. In Kuba war es bis letztes Jahr so, dass es bei Wohnungen nicht auseinanderfiel. Es gab keine abstrakte Eigentümerin, sondern wenn man irgendwo wohnte, dann war es eben das eigene und man konnte es aber nicht verkaufen, sondern musste umständlich tauschen, was jetzt auch nicht so ideal ist. Aber das Prinzip war eben, es ist nicht einfach verspekulierbar. Besitz statt Eigentum ist ein wesentliches Moment eben da drin. Wie kann auch auf Land bezogen werden, dann sind wir im Grunde wieder bei der Allmende. Auch im Mittelalter war eigentlich nicht nur die Wiese Allmende, sondern auch das Ackerland, das Allmendeland wurde verteilt. Heute kann man das Blaue sind dann eher so Ansätze, wo es praktisch gelebt wird. Auf offenen Plätzen zum Beispiel, nicht besonders oft, aber ich lebe auf einem, das heißt, dass da jeder hinkommen und hinziehen kann. Ihr seht alle so nett aus, deshalb sage ich das jetzt mal, ohne dass es einem verwehrt wird. Und offiziell gehört es halt einem Verein, aber der Verein sind alle, die da sind. Park Seen ist ein offensichtliches Beispiel. In Süddeutschland erlebe ich das sehr stark, dass die häufig eben die Parks privatisiert sind und für mich sehr eindeutig, sehr bewegend, obwohl ganz klein, sozusagen eine Szene, wie ich mal so ein altes Pärchen gesehen habe,
dass ich die 5 Euro Eintritt nicht leisten konnte in den Park pro Person und dann die Wächter gebeten hat, ob sie ein paar Schritte reinmachen können, damit sie es wenigstens mal fotografieren können. Während wir es ja vielleicht doch meistens noch gewohnt sind, dass die Parks offen sind, wie hier natürlich auch, sehen in Brandenburg jedenfalls, werden sie teilweise auch privatisiert, ich weiß nicht, was hier ist, ich komme aus Brandenburg, was natürlich die Leute, die das kaufen, auch klar sagen, wir wollen damit Geld machen. Das heißt, dass die Anrainer dann auch eine Pacht dafür zahlen müssen, wenn sie keinen Zaun vor ihr Grundstück haben wollen, dass Gemeinde Pacht zahlen müssen, wenn sie da ihren Spielplatz haben, etc. Und wir merken schon, was Commons sind, liegt nicht, was viele auch denken, im Gut selbst, sondern daran, was wir gewöhnt sind, was Commons sind. Dass es im Prinzip eigentlich alles sein kann. Man kann es auf Dinge beziehen. Wir sind es alle gewöhnt, Bücher zu verleihen. Das ist uns ganz selbstverständlich. Es werden immer häufiger, gibt es öffentliche Bücherschränke auch aufgestellt. Der Tauschschrank bei uns in der Gegend wollte auch einen aufstellen. Da hat die Gemeinde gesagt, das geht nicht. Und jetzt hat es irgendein Unternehmen gemacht. Also auch bei uns gibt es jetzt einen öffentlichen Bücherschrank, leider mit verhindertem Bürgerengagement verbunden. Also wer es nicht weiß, was es ist, man kann eben die Bücher, die man ausgelesen hat, dahin bringen und man kann sich die Bücher nehmen, die einen interessieren. Mit Werkzeugen gibt es das zumindest in Berkeley. In Projekten gibt es auch offene Werkstätten, also auch bei uns Werkstätten, die eben von allen genutzt werden können. Vor kurzem habe ich gehört, ich habe ja kein Smartphone, aber es gibt eine Y-Buy-App, was so funktioniert, dass man sich da eben mit anderen Leuten vernetzt. In der Szene würde man das Nutzungsgemeinschaft nennen. Und wenn ich also eine Bohrmaschine brauche, dann kaufe ich mir die nicht. Normalerweise werden Bohrmaschinen, je nachdem wie man das berechnet, in ihrem ganzen Leben nur 6 bis 13 Minuten genutzt. Also so viel zum Wachstum nochmal. Um das zu vermeiden, leihe ich mir eben eine Bohrmaschine aus von jemandem, der in dieser Y-Buy-Vernetzung von mir drin ist. Carsharing und überhaupt auf Transportmittel ist das natürlich anzuwenden, auf Straßen, öffentlichen Verkehrsmittel, im Grunde auf jede Form von Infrastruktur. Und ich denke, es ist auch da schon wichtig zu merken, oder sich nochmal zu überlegen, dass weder die Straßen völlig überstopft sind, weil sie umsonst sind, noch wahrscheinlich alle Leute nur noch morgens bis abends Bundesbahn fahren würden, wenn man das so regeln würde, oder die Abwasserkanäle verstopfen würden. Also es gibt ja doch ein begrenztes Bedürfnis, solche Infrastruktur zu nutzen. Auch umsonst Läden können so gedacht werden. Das finde ich auch ein wichtiges Moment, nicht zu sagen, ich schenke das jetzt jemandem von Privat zu Privateigentum, sondern zu sagen, ich nutze es gar nicht mehr. Es ist aus meinem Besitz gefallen. Und deshalb trage ich es zu einer öffentlichen Umtauschstation hin, den Umsonstladen, damit es jemand in Besitz nehmen kann, der oder die es braucht. Kleinmöbellager gibt es in Hamburg zumindest. Essen hatte ich zuerst auch gar nicht dabei. Das kam dann irgendwann mal bei einer Veranstaltung und mir wurde dann auch deutlich, dass es dazugehört. Und jetzt habe ich auch gerade vor kurzem gehört, dass es auch, ich weiß nicht, ob per Smartphone oder wie das geregelt ist, eine Initiative Foodsharing, gibt es jedenfalls auch im Internet, gibt, die eben sagt, was soll das Essen bei mir schlecht werden, wenn ich von irgendwas zu viel habe. Also von Containern kannte ich das aus Wien auch. Aber auch wenn man in Urlaub fährt, das ist eben sozusagen so gedacht für den Urlaub. Jedenfalls kommt es einem dann schon absurd vor, wenn in diesem Film über Foodsharing waren auch Leute mal in Containern zu sehen und dann kommt eben die Verkäuferin raus und sagt, ja, sie dürfen das nicht. Und dann sagen die Leute, die Container, ja, warum dürfen wir das denn nicht? Ja, das gehört, das ist unser Eigentum, ist die Begründung. Und da merkt man schon, dass es auch da irgendwie absurd ist, obwohl Essen ja was ist, was eigentlich weg ist, wenn man es gegessen hat. Also wenn ich Hunger habe, dann würde ich den Apfel in Besitz nehmen. Aber wenn er bei mir vergammelt, habe ich vielleicht auch gar nicht mehr das Anrecht, ihn in Besitz zu nehmen. Also kann man es auch auf Güter übertragen, die rival sind, wie das in Wirtschaftstheorie heißen würde.
Ja, und wenn man das alles mit Besitz statt Eigentum denkt, dann macht es verdammt wenig Sinn, ausgerechnet Produktionsmittel irgendwie anders denken zu wollen. Hat schon mal jemand anders gesagt. Das alles kann man auch so definieren mit dem Prinzip, teile, was du kannst. Den Apfel esse ich sowieso nicht, ich teile ihn einfach. Das ist das zweite Prinzip. Das kann man aber auch auf andere Sachen beziehen, nämlich auf Skillsharing, unsere Fähigkeiten zu teilen, sie anderen beizubringen, das, was ich kann. Wissen zu teilen, auch es beizubringen oder es nützlich zu machen für andere. Freie Unis gibt es unterschiedliche. Jetzt habe ich mal vor kurzem nochmal, ich wollte mich dann nochmal mehr mit beschäftigen, aber Vortrag auch gehört über Neglected Drug Initiativen, also die Tatsache, dass rein kommerziell eben viele Medikamente nicht erstellt werden, weil es sich kommerziell nicht lohnt. Und da auch Menschen anfangen, ähnlich wie bei der freien Software, miteinander Medikamente zu erfinden, herzustellen, die sich kommerziell nicht lohnen. Also es geht darum, überhaupt Fähigkeiten intrinsisch motiviert, so wie ich vorhin den Unterschied aufgemacht habe, anderen zur Verfügung zu stellen. Nutzungsgemeinschaften, wie gesagt, so eine Art Why-Buy-App in der Szene, aber im Grunde auch Tauschringe ohne Aufrechnung. Das heißt, dass es da auch darum geht, füreinander tätig zu werden. Großelternvermittlung wäre noch was. Das Ganze kann man dann auch wieder beitragen statt tauschen nennen. Weil es eben nicht um die Tauschschule geht, wie im Tauschring, wo ich dann eben doch letztendlich wieder das machen muss, was ich am effizientesten kann, nämlich am Computer sitzen und nicht das, was mir vielleicht die Rückenschmerzen ersparen würde, nämlich Holzhacken, weil mich zum Holzhacken einfach niemand bucht, selbst im Tauschring nicht, weil ich einfach schlecht bin im Holzhacken. Dreimal so lange brauche und die großen Stücke sind hinterher immer noch über. Also nützt mir der Tauschring nichts, um intrinsisch zu arbeiten. So, freie Softwareproduktion ist natürlich das Standardbeispiel, aber letztendlich lässt es sich auf alle Dienstleistungen übertragen. Repair-Cafés habe ich jetzt auch nur gelesen, soll es in mehreren Städten schon geben, also dass man Cafés veranstaltet und da kommen Leute hin, die gerne basteln, Sachen heil machen und andere kommen mit ihren kaputten Toastern und Radios dahin und dann wird das da heil gemacht. Nicht kommerzielle Landwirtschaft war immer mein Lieblingsbeispiel. Also sie haben über 7 Jahre lang landwirtschaftliche Produkte angebaut und dann ohne Tauschlogik abgegeben. Also nicht so und so viel Geld und so viele Arbeitsstunden, sondern man konnte anmelden, wie viel man haben will. Naja, es ist nicht die einzige Gruppe, die nach 7 Jahren mal sagt, okay, wir machen jetzt was anderes. Es ist nicht am Geld gescheitert, jedenfalls. Und es gibt im Augenblick die ursprüngliche Unterstützungsgruppe, die es für dieses Jahr noch weiter macht. In dem Bereich auch, das ist die Projektgruppe auf Gegenseitigkeit, gründet sich gerade eine Naturheilpraxis von 10 HeilpraktikerInnen, die so arbeiten wollen. Es gibt eine Baugruppe, es war eine Bäckerei verbunden mit der Landwirtschaft, die auch die Brote abgegeben haben ohne Tauschlogik. Gerade aus feministischer Sicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil man ansonsten immer in der alternativen Ökonomie das Problem hat, Kinder Frühstück machen, Kinder ins Bett bringen, letzter Gute-Nacht-Bus. Ist das was Privates oder ist das was, was ich in der Tauschringzeit oder in der offiziellen Arbeitszeit wie bei manchen Kommunen sozusagen mit in die Verwertung mit reinbringe und damit auch in den Rationalitätsdruck mit reinbringe? Oder dass andere Leute dann ärgerlich sind und sagen, ich habe hier das und das gemacht, während du nur das Kind ins Bett bringst. Also es sind ja viele Tätigkeiten, die sich da brechen, gerade im reproduktiven Bereich. Und eigentlich wirklich nur ist diese Trennung aufhebbar, wenn man intrinsisch motiviert arbeitet und eben sozusagen diese Tauschlogik-Zwang nicht hat, weil es nämlich einen offenen Zugang zu den Ressourcen gibt. Das ist dann das letzte der Prinzipien und damit ist man im Grunde wieder bei Besitz statt Eigentum, weil es dann darum geht, wer was benötigt und nicht wem was gehört.
Zum Abschluss möchte ich noch so ein paar Tendenzen aufmachen, weshalb ich denke, dass es vielleicht nicht ganz so abwegig ist, wie man es vielleicht denkt. Abgesehen davon, dass ich ständig irgendwelche Ansätze sehe, die da irgendwie reinpassen. Auf der Konsumseite, bei der Zeit gab es einen großen Beitrag, der auch so Sachen gesammelt hat, wo es darum ging, dass Leute nicht mehr das Eigentum zählt. Meins und deins hieß es. Swap the City habe ich jetzt hier so hingeschrieben. Das ist zum Beispiel so Umsonstladen. Ich hatte mal mit einer 6. Klasse gearbeitet über Geld und dann war ich mit denen im Umsonstladen und die haben gar nicht hingeguckt, sondern haben gesagt, sowas würden sie ja nie machen. Und deshalb fand ich es ganz interessant, dass es offensichtlich Partys gibt, die heißen Swap the City und da kommen bis zu 800 Frauen hin und die tauschen dann Klamotten. Also da auch nicht sozusagen immer das Neue mehr sein muss. Und in diesem Zeitartikel oder in dieser Beilage hieß es dann, ich lese es mal ganz vor, die neue Generation von Konsumenten stellt nun fest, dass sie oftmals gar nicht die Produkte will, sondern nur den Nutzen, den sie stiften. Nicht die CD, sondern die Musik, die diese spielt. Nicht die DVD, sondern den Film, der darauf läuft. Nicht die Bohrmaschine, hier steht es, die zeitlebens nur 6 bis 13 Minuten im Einsatz ist, sondern Löcher in der Wand. In wachsenden Teilen der Wirtschaft wollen Verbraucher nutzen statt besitzen. Sie empfinden Eigentum nicht länger als Privileg, sondern als Würde. Sie sehen sich nach einem leichteren Leben, nach der Leichtigkeit des Nichtbesitzens. Oder wie es der Poet und Sachbuchautor Mark Levine ausdrückte, Teilen verhält sich zu Besitz wie der iPod zur 8-Spur-Kassette, das Solarmodul zum Kohlebergwerk. Teilen ist sauber, frisch, urban, postmodern, Besitzen ist langweilig, selbstsüchtig, ängstlich und rückständig. Tatortfolge 249 ist nicht die einzige, die darunter leidet, aber ausgerechnet hier beim Tod im Häcksler ist es der letzte Teil, der bei YouTube nicht zu sehen ist, weil GEMA nämlich sagt, da läuft irgendein Musikstück, auf dem wir unsere Rechte haben. Es könnte also Happy Birthday sein oder was anderes in der Richtung. Mir war es auch gerade passiert, wieder beim 8. Teil, es geht ja noch der letzte Teil, also der vorletzte, das ist jetzt wirklich eingeweiht gewesen, der 8. Teil ist immer der vorletzte, also der 9. Teil ist schon ärgerlicher. Ist das eine Lappalie? Jeremy Rifkin würde sagen, nein. Er ist Vorsitzender der Stiftung Economic Trends, schreibt viele Bücher. Unter anderem hat er im Jahr 2000 das Buch Access, Zugang, geschrieben. Und da sagt er, wir befinden uns im Übergang von der industriellen Revolution. Also die industrielle Revolution war ja genau das, was passierte, als den Menschen auf dem Land die Alimenten weggenommen worden sind. In dem Moment sind sie, genau wie Bettina und ihre Dörfer gerade, in die Slums vertrieben worden. Das hat zum Proletariat geführt. Insofern eben entscheidender historischer Einschnitt, industrielle Revolution. Im Augenblick befinden wir uns im Übergang von der industriellen zur kollaborativen Revolution, also zur Revolution des Gemeinschaftlichen. Dies sei einer der großen Wendepunkte der Menschheitsgeschichte. Zugang werde zum Prüfstein dafür, wie gerecht Handlungsmöglichkeiten organisiert seien. Mit genügend materiellen Gütern im Umlauf mache Ausschluss keinen Sinn mehr. Er sagt also, der Staat hätte die Verantwortung, den Zugang zu regeln und sagt, in vielen Bereichen ist es einfach wirklich Blödsinn heutzutage künstlich den Zugang zu verknappen, weil es einfach da ist. Auf der Produktionsseite würde ich auch Tendenzen sehen. Michael Hart und Tony Negri, die Empire geschrieben haben, haben ihr drittes Buch in dieser Trilogie Commonwealth genannt. Wortspiel, sage ich offensichtlich. Und sie sehen ganz viele Tendenzen, gerade wie sich der Kapitalismus so entwickelt, dass es immer schwieriger ist, ihn zu organisieren als klassische Unternehmen mit klassischen hierarchischen Strukturen. Ich versuche das mal aufzuzeigen an einem Beispiel, was eigentlich ein Negativbeispiel ist, nämlich wie IBM
vor kurzem rausgekommen ist. Ich glaube, die haben es nicht verkündet, sondern es ist eher so durchgesickert, wie sie sich die Arbeitnehmerschaft der Zukunft vorstellen. Nämlich in einem Talent Cloud wollen sie sich weltweit für einzelne Projekte immer die Besten überhaupt raussuchen. Und die besten Arbeiter, die irgendwie arbeiten, wirklich soll man dann auch sozusagen in so einer Art Facebook sagen, welche Hobbys man hat und ob man seine Kredite mal pünktlich zahlt und so. Also ziemlich gläsern werden, das ist eine ziemliche Horrorversion, aber interessant finde ich dabei, dass es gar nicht viel anders als freie Softwareproduktion dann organisiert ist, wo sich eben Leute auch zu Projekten zusammenführen. Nur, dass es natürlich immer noch Geld gibt von einer Stelle und die Leute sozusagen Aufträge kriegen, also immer noch nicht intrinsisch motiviert arbeiten können. Aber diese Auflösung der Arbeitsverhältnisse kann man sozusagen auch mal positiv besetzen in die Richtung, dass es immer mehr in eine Richtung geht, die eben auch wirklich dezentral organisierbar ist. Innerhalb der Bewegung sehe ich auch Tendenzen. In der Taz gab es einen Artikel über diese Zeitung, die ich unmöglich aussprechen kann, in Griechenland, die kein Geld mehr kriegten, die Mitarbeiter, und dann erstmal gestreikt haben, und als das nichts gebracht hat, haben sie gesagt, wir wollen diese Zeitung ja aber machen, und dann mit Druckern und Layoutern und Journalisten und allen zusammen diese Zeitung einfach gemacht haben. Und die Frau, die den Artikel geschrieben hat, sagte, das sei eine Tendenz in der griechischen Zivilgesellschaft sozusagen, und hat das die Freiheit weiterzumachen genannt. Das fand ich ganz schön, und ich denke, dass man davon Elemente auch in der Occupy-Bewegung sehen konnte. Hier ist eine Friseuse, die Haare geschnitten hat, eben ohne Geld, sondern eben wer es brauchte. Und auch hier hat man die Offenheit, die radikale Einbeziehung aller und durch diese Besetzung von Plätzen über Zeit und Raum eben auch eine tätige Wiederaneignung des Alltags und lebt damit eben auch neue Formen. Ich selbst war von Anfang an, sag ich jetzt mal, in der Globalisierungsbewegung bei People's Global Action dabei, und was im Augenblick, das ist eine Vernetzung von Basisbewegungen gewesen, die von den Zapatistas inspiriert worden ist und die dann schon nach Seattle bald wieder an Bedeutung verloren hat, also die eigentlich wirklich wichtig war in den Jahren, bevor es richtig losging, wo viele indigene Bewegungen bei sind, aber auch Fischer, Bauern, Dienstmädchenbewegungen. Und da fängt gerade die Diskussion an zu sagen, nachdem wir damals Prinzipien gemacht haben, was wir nicht wollen, nämlich Ablehnung von Kapitalismus, Ablehnung von jedem Herrschaftsverhältnis, dezentral zusammenarbeiten etc., wie wir uns organisieren im Kampf, dass wir jetzt versuchen, Prinzipien herauszuarbeiten, wo ich hoffe, dass sie in die Richtung gehen von dem, was ich aufgezeigt habe, wie wir eigentlich uns die Alternativen denken. Und dazu glauben, dass das, was ich gezeigt habe, was ist, was aus der westlichen Softwarebewegung kommt und irgendwie sozusagen eurozentristisch ist, ist sicherlich falsch. Weil das, was ich mit Bettinas Bewegung aus Mexiko gesagt habe, die eben wesentlich commons-basiert gearbeitet haben, findet man an vielen Stellen. Ist auch im europäischen Kontext, ist unser Privateigentumsbegriff, der Nutzungsrechte ausgeschlossen hat, eigentlich auch erst mit dem Kapitalismus gekommen. Das heißt, man kann sagen, dass eigentlich der Großteil der Geschichte nicht dieses ausschließende Eigentum hatte, sondern eben eher commonsbasierter war, natürlich nicht immer mit Peer-Produktion, also nicht ebenbürtig und auch nicht unbedingt intrinsisch motiviert, aber es gibt sehr viele Elemente, da, hier habe ich noch Ubuntu aufgeschrieben, afrikanische, also man sagt, man übersetzt es mit ich bin, was ich bin, aufgrund dessen, was wir sind, und da sind eben auch viele Elemente drin, die einfach das Recht irgendwo zu wohnen beinhalten, das Recht zu essen etc., also das Recht auf den Zugang zu Ressourcen auch beinhalten.